Hallo YouTube, Arzt Jens hier. Ich darf heute gegen einen Kumpel spielen, den habe ich seit Bochum lieb gewonnen. Den Botidi, grüß dich. Hallo. Oida, jetzt sind wir dran. Und wir spielen Tier 1 Format, Spieltag 7. Und wir haben jetzt eine Stunde vorher gequatscht. Ja, eigentlich wollten wir was anderes spielen. Also ich wollte was anderes spielen, weil ich das neue Format noch gar nicht kenne. Jetzt ist ja Maximum Crisis am Start. Ja, aber wir sind irgendwie nicht aufeinander gekommen, was ja, die Deckstärke angeht. Wir kamen über Subterra, dann Red Eyes zu Spirit und... Ja, lauter Kram. Jetzt spielen wir doch Tier 1. Jetzt spielen wir doch Tier 1, weil ich denke, das ist ja nur mal Thema des Tages, ne? Und so ein paar neue Karten zeigen ist nicht verkehrt. Ja, genau. Dann kannst du, glaube ich, starten. Jo. Hm. Ah. Oha. Oha, jetzt, ja, da geht's. Jetzt fangen die Mindgames an. Da geht's schon los. Nein! Ja. Nein! Da fange ich mal an. Uiuiui, meine Hand ist. Oh Gott. Ich weiß es nicht. Ja. Jetzt müsste ich die Ash haben, aber hab sie nicht. Toll. Maxi reicht. Habe ich auch nicht. Ich hätte doch jetzt auf das Land von mir Ash machen können und dann hätte ich 1:1 getauscht, oder? Ja. Ja, die Karte ist gut. Ja, den kenne ich auch noch. Ja, der ist super, vor allem wie er gestiegen ist. Ja. Hatte sicher Spaß gemacht, oder? Ja, den kenne ich auch noch. Man muss dazu sagen, wir haben uns in Köln letztes Mal getroffen und da hat er mich 2-0 fertig gemacht mit den Dinos, noch nach alter Liste, sage ich mal, wo ich Inferno jetzt gespielt habe. Und jetzt normet er den. Ach, jetzt kannst du ihn wieder zerschießen, dann wieder ein Special, ja, alles klar. Ein wieder Special, jetzt kommt sein Effekt, jetzt kann ich nur einen aus dem Deck specialen. Und jetzt kommt das ganz Lustige. Nämlich das hier. Ja, da kannst du jetzt zwei Erdemonster tributieren, dann kommt der Special. Ja. Kriegt noch einen Push durch das Diagramm, okay. Und dann darf ich drei Monster aus deinem Extra-Deck bannen. Die darf ich selber oder du? Die darf ich bannen. Na, was? Ja, drei verschiedene aber nur. Yeah! Ja, bin ich so jetzt schon raus. Ja. Ja, cool. Der ist echt broken, das ist unnormal. Oh, gegen Metal Force den Mithridium nehmen, ist auch ordentlich. Ja, und nun? Verdammt, und nun? Ich weiß es nicht. Ich habe halt alles gehabt. Naja, pass auf, ich krieg das noch irgendwie hin. Jetzt kannst du einen Level 9er bauen oder einen Level 5er? 5, okay. Deng Long, oh, den habe ich im Featured-Match gehasst. Ich hab gegen den Typen, also lustig war der, gegen den du mit Feature Match gespielt hast, ne? Naja. Ich hab dann noch mit zwei Freunden Side-Event gespielt. In Runde 1 genau. Rasiert er den ersten Kollegen von mir. Ja. In Runde 2 rasiert er mich. Ja. Und in Runde 3 rasiert er den letzten Kollegen. Ist von ja mir. Unglaublich. Ja, der Typ war gar nicht so schlecht. Ich hab gegen ihn keine Handtest gezogen. Und jetzt packst du den noch rein? Ist das richtig, oder? Ja, ich will nur gerade, was ich baue am besten. Und du hast die Konterfalle, die nervt mich jetzt schon. Ich glaube, das ist gegen dich fast schon besser. Ah. Aber der andere war doch Level 9, hä? Der Dengo kann man auch zu Level 9 machen. Ach so? Wenn man Würm in den Grave legt. Ach so, das sind ja auch Würmmonster. Ach, dann jetzt verstehe ich die Synergie. Ah. Hm. Ja, krass, was du da aufbaust. Habe ich das wirklich vergessen, die Karte, die ich meine? Ja. Oder will ich auf Special Summon? Ich habe es wirklich vergessen. Egal, passiert. Ja, mir fällt auch gerade ein, ich habe bis auf den Invoker keinen Level 3er, also im Extra-Deck. Ich will eigentlich noch einen Trident geben und noch drei Extra-Deck-Monster klauen. Aber ich spiele den, glaube ich. Ich habe vergessen, hier reinzutun. Passiert. Jetzt kannst du mir... Was kommt denn jetzt noch? Dick. So. Und vier Vanish, dann kann ich einen aus dem Grave genau. Aus dem Deck Special. Genau. Und dann baust du mir noch einen Lagia oder Dolka. Ja. Ja, eher ein Lagia, aber. Du bist dran. Das Deck ist halt echt krass. Jo, was machen wir denn da?
Ich verstehe auch immer noch nicht ganz, wieso das im OCG nicht gut war, sondern Su. Und Su war ja im OCG noch schlechter, weil die keinen Norden und so hatten. Aktivieren wir erstmal das. Das ist okay. Naja. Normal Sunwet. Ne, möchte ich nicht. Ach, der kann auch Normal Sums negieren? Ja. Ja, sehr gut. Scheiße. Oh, Barrage. Ne, das möchte ich nicht. Ja. Das Deck ist so lächerlich. Ach, alles gut. Aber das muss ich erstmal. Hier, hier. Kann ich hier was machen? Die. Zwei. Dinos mit True Dracos und irgendwie noch ein bisschen Yang Sing. Na gut. Mal gucken, ob ich dich. Wie immer, ich kann dich, glaube ich, nicht töten. Es ist ranzig. Oder? Gucken wir mal. Weil der holt ein Graveyard von mir her auf die Hand. Das ist nicht so schön, oder? Warum aktiviere ich das eigentlich so drüber? Ich kenne den Effekt von dem. Ach, ich bin doof. Ja, da hättest du noch Zeugen aktivieren können. Nee, nicht Zeugen. Ich möchte aber das Effekt vom ersten Diagramm benutzen können. Und mir das zweite aufbewahren können. Weil du einen Ghost Dash so nachgezogen hast. Ja. Wenn du jetzt wirklich eine Ghost Dash nachgezogen hast, bringe ich mich um. Da kommt die Hand. Ach wo, ich zieh nie Handtraps, wenn ich online spiele. Nee. Was macht er jetzt noch? Gar nicht gelesen. Einen auf die Hand nehmen. Ah ja, gut. Dann hier stehen. Jo. So, was hast du vor? Ich warte mal noch, der TT wartet. Ja, ja, mach, ist eh egal. Ich nehme dir alles weg. Bullhorn und den spielst du nur einmal, das kann wehtun. Und noch ein Trident. Nein, Nitrogasm möchte ich nicht aktivieren. Das ist, glaube ich, lustig. Bis jetzt ist noch alles egal. Nein, er hat Angst. Ja, war ich gerade. Der Rest ist mir ziemlich egal. Ja. Was denkst du, was hinten liegt? Eine Mirror Force. Instant Fusion. Was kannst du denn die ganze Zeit anstellen? Eine Barriere. Yay. Also. Zack. Ritual. Bitte Ritual. Ja. Die Stilpunkte. Wenigstens mit Stil verloren. Aber das mit dem Tyrannen Infield war ein richtiger risky Play von mir eigentlich. Ja. Das sicher. Hättest du jetzt eine Spielkraft gehabt, wäre ich am Arsch gewesen. Sind wir im zweiten. Aha. Ja. Wie spiele ich das denn? So. Jetzt muss ich. Ja, wir fangen einfach mal mit dem Eber an. Hast du eine Handtrap, ja? Hast du da was? Vielleicht. So.
Wie war das? Ich darf den jetzt nicht als Warte ich schon mal kurz nach, wie das ging. Ja. Das ist ein Effekt von Kong lesen. Ja. Ah, der hat 2000 Deathman, der ist gut. Einfach ein bisschen Plus schieben. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, ob das gut ist oder nicht. Was hast du denn noch auf der Hand? Ich weiß es nicht. Poltenk ja da auch noch. Ja, ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll. Mein Normalsam ist ja schon durch. Erinnere mich wieder, ich glaube, du konntest mit Drident den Ram schießen. Und dann kommt einer aus dem Grave und kannst einmal reinbauen. Ja, so war das. Und durch den Fang hast du dann, glaube ich, einen Schuss mehr, deswegen du das dann ausgleichen kannst. Zumindest ist das eins, was mir gerade einfällt. Ich habe mich auch mit dem Deck, ich habe mich mit der Kombo nicht befasst. Das ist dann wieder dieses, ich gehe einmal auf Locals, krieg das Deck fünfmal ab und dann weiß ich, wie es funktioniert. Ja, mal gucken, ich baue jetzt einfach mal den Kong, weil der macht ja sonst nichts. Der könnte ja beschützen, aber beschützen ist Quatsch. So, dann habe ich einen Schuss und nächste Runde auch noch einen Schuss, ja. Ich versuche das jetzt einfach mal, wie du das gesagt hast. Aber ich hätte vielleicht noch den Tiger Mordo. Naja, egal. Unbedingt. Nö. So, und jetzt sagst du, wenn ich den schieße, dann kann ich die andere Ratte specialen. Hey, es klappt sogar. Solide. Jetzt kann man immer Ralber. Ja, genau. Was anderes habe ich, glaube ich, auch nicht wirklich drin hier. So. Dann gib mir mal... Die Ratten wieder. Ja, eine Ratte wäre gut. Dann den Kong, den habe ich, glaube ich, noch einmal drin. Und die Leica ist irgendwie ganz cool. Den Kong lasse ich mal drin. Den will ich nicht nochmal ziehen. Oder Ramram, oder wie das Vieh heißt. Ja, sehr gut. Uiuiui. Das reicht mir so, glaube ich, für den ersten. Guck mal, wenn wir mit der Ranzhand hier drum rumspielen. Hi, die Warum kommt. Oh Gott. warte. Muss ich gucken, ob ich da drum rumspielen kann. Bin ich tot? Wird schwer. Mhm. Das ist erstmal okay. So, jetzt muss ich die mal lesen hier. Okay. Ja, am besten, ich mach die mal lieber kaputt, bevor es zu spät ist. Boah. Die Hand ist grauenhaft. Ich will den irgendwie schon schießen, ich hab Angst vor der Scheiße. Das Diagramm ist nicht ohne Grund so teuer. Ha? Hast noch eins. Ah, okay. Ziegelstein. Bum, bum. Krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Schon. Ich habe aber jetzt einen Plan. Genau, wenn ich jetzt Emerald, dann Tiger Mordor, dann kann ich wieder eine Special. Jo, ich glaube, das machen wir mal so. Nö. Ne, gehst du? Zerstörst du auch? Aber du sagst, ich darf nicht. Und dafür darf ich jetzt bis zum Ende des Zuges nicht mehr aus dem Deck hinzufügen oder specialen. So, oder? Ich dachte gerade, die Verbindung war weg, war alles leise, war. Ja, ne, ich bin noch da. Was sagt der Ash jetzt genau aus? Du negierst nur und... Okay, aber jetzt die nächsten Aktionen, die ans Deck gehen, negiert er gar nicht.
Aber ich dachte, das ist dann ein bisschen Nee, Spielzug. Das wäre ja broken. Okay. Das wäre broken. Ja, weißt du, was Ziel und Sinn der ganzen Sache war eigentlich nur, dass ich meine Ratte in den Friedhof bekomme. Damit ich wieder die holen kann. Deswegen wollte ich den Embol aktivieren. Du hast. Ich habe gegen die Advantage, glaube ich, sowieso keine Chance. Dafür habe ich eine zu bricky Hand. So. Und jetzt könnte ich. Habe ich einen zweiten Emerald im Deck? Oh, ich habe sogar einen zweiten Emerald. Hey. Muss ich überlegen, was, wie spielen wir das denn? Nee, ich muss auf meine Zeit achten. Normal Sum. Emeralu, was auch so gut ist. Packen wir mal die rein. 1, 2, 3. Ist die Once per Turn die Ash? Ja. Okay. Jo, dann würde ich sagen, machen wir das mal da dran. Und bauen daraus einen Kong. Ne, hier so eher. Und wollen mal was suchen. Und dann suchen wir es. Nomisam hatte ich schon. Suchen wir es einfach mal das. Tja, komm ich. Na, ich banische ja sowieso. Ja, mach mal ein bisschen Schaden. So nicht nett. Jetzt ein Patschi. Ne, der macht nichts, oder? Der ist echt bricky, den willst du, glaube ich, gar nicht Starthand haben. Oh ja. Das war nicht alles, was ich aber Starthand hatte. Jo, ich hab Schaden gemacht, hey. Ja, also so richtig groß ist ja noch nicht viel passiert jetzt. Oh, jetzt geht's los. ich mag den nicht. Da musst du jetzt aus der Hand zwei nehmen. Das ist doch verzweiflungshaft, was du gerade machst. Warning. Ja. Ich muss mal den Friedhof beobachten, ist hier was drin? Nee, gut. Ja. Ja, dann könnte es jetzt das 1-1 sein. Es ist das 1-1. 3-6, 4-9 reicht. Und jetzt kommt ein Battlefield und ich habe nichts gemacht. Na hey, wenigstens einen Punkt mitgenommen. Konami, du warst gegen Zodiac. Und dann sehen wir uns in Game 3 wieder. Spiel 3, mein Lieber. 1-1 steht. Jetzt geht's um alles oder nicht. Was ist das für eine Hand? Freu mich mal. Ja, eine stabile Normal Sum. Ich glaube, ich das machen soll. Ja. Jetzt gibt's aber wieder Döner mit allem. Döner mit allem ist es nicht. Weißt du, ich hab drei Krähen gebordet, ja? Wo sind sie denn, wenn man sie braucht? Ja, scheiß Deng Long, ey. Da packte er sein Deng Long aus. Butz. Deng Long ist eins gute Karte. Naja, das geht doch noch irgendwie. So. Wenn der kaputt geht, dann kriegst du diesen Susani wieder. Hast du jetzt nichts im Friedhof packen wollen? Hast du jetzt nichts im Friedhof packen wollen? Warte mal. Nee, wolltest du nicht, weil du wolltest die Stufe nicht verändern. So, wenn der in Friedhof... Du musst das Spielfeld verlassen und dann kriege ich... Okay. Ja gut. Aber ich sage mal, dann kannst du deine Konterfalle wenigstens nicht aktivieren. Sollte ich das so machen? Ich glaube schon. Weil dann ist die Konterfalle erstmal nichtig. Düdüm. Ja.
Ach nee, ja klar, jetzt bekommst du dein Vier. Ah, scheiße. Nicht bis zum Ende gedacht. Ja, das hat's ja wieder gebracht, Jens. Plus! Aber noch so ein Vier spielst du nicht. Der Kaiju war ja richtig schlecht, ey. Oder spielst du noch so ein Vieh? Alles klar. Jo, dann können wir jetzt ausrasten, würde ich sagen. Na, oder wir verlieren halt komplett. Oha, er hat die Predator Plant. Düdüm. Komm, die soll mal durchgehen. Ja. Und nun? Ich bedanke mich für den Kaiju. Das ist eine lustige Gabe bei meiner Hand. Ach, sei ruhig. Oha. Bam, hier, guck mal. Der kommt vorbei für 1-2. Sag du, ein Gegner, der den Kaiju gemacht hat. Was ist das? Boah, ich wollte jetzt übelst Combo-Wombo mit Invoker durchgehen, Mann. Ja, gut, habe ich jetzt schon gut Minus gemacht. Ich habe auch was? Nichts. Was? Was? Das ist so schlecht. Weißt du was? Ich. Hä? Ach, das ist nicht Once per Turn, das ist bei der Beschwörung. Ja. Oh Gott. Alles klar, ich hab einen Tanky. Noch so eine Ghost Ash? Naja. Was liegt denn da jetzt Face Down, Mann? Das wüsstest du wohl gerne. Wenn du nicht mal über 1-2 kommst. Ach, Mann. Komm, guter Scheiße. Ist okay. Aber der Mistplay hat mir vielleicht sogar geholfen, weil dein Baby-Saurus oder was du da spielst, darf ja nicht zerstört werden. Ach, shit, Mann. Was kann ich denn bauen? Oh, das ist schon nicht gut, dass du was bauen kannst. Und dass du noch einen Ghost Ash hast. Der ist ziemlich gut, Mann. Mach zwar minus 1. Was? Da. Oh, wieder, der jetzt legt er los hier. Nein. Oh nein. Oh nein. Ich muss hier was ziehen, was gut ist. Komm. Zieh, weiß ich nicht. Ja, zieh so eine Ash. Oh. Oder so. Oh, das tut mir leid. Nein. Ja, genau das meine das Baby. Tut mir leid. Einen Kampf zerstört hättest. Oh nein. Oh nein. Das Baby darf einen Kampf zerstört werden. Effekt sagt Card-Effekt. Ach so, also hätte ich angreifen müssen. Ich habe noch eins auf der Hand. Das hätte keinen Unterschied, glaube ich, gemacht. Oh, shit. Ah, komm. Kaiju Slammer regelt das. Dann nimmt er mir meinen Evoker trotzdem weg. Ach nee, jetzt kriegst du ja noch deine Viecher, bin ich tot? Ich weiß es nicht. Oh, nö. Oh, nö, ich will nicht. das? Der True King ist einfach zu stark. Ah, oh, ist halt so, ist immer noch stärker eigentlich. Wenn man nicht so wegbrickt wie du. Ja, ich habe noch so eine Pflanze auf der Hand, ne? Weiß nicht, ich starte mit. Na gut, ich ging ja second, weißt du, dann hatte ich einen Kaiju, Rageki, Dark Hole, zweimal die Pflanze irgendwie ja. So. Der Kaiju war ultra das Minus-Play. Du hättest Raigeki machen müssen, das ja, hätte ich annullieren müssen und dann wäre eigentlich vorbei gewesen. Dann hätte ich nichts mehr gehabt zum Annullieren. Ja, aber dann wäre ich auch nicht drüber gekommen über dein. Ja, mit Raigeki hätte ich annulliert und dann hättest du Schwarzloch gemacht. Dann hättest du den Kaiju behalten können für irgendwas anderes. Naja, ja, dann kommt doch der 1-8er oder so. Naja, gut, egal. Ja. Hab ich versaut. Boah, haben wir gerade noch. Ah, hab ich nicht aufgepasst, ich hab gerade im Friedhof geguckt. Jo, dann ist es deins, wa? Ja.
Oh Mann. Oh Mann. Ja, nee, so Meta ist nicht meins. Kein Plan, wie ich das Deck spielen muss. Ja, gut. Einer vor muss allem diese gewinnen. Meta ist leider meins. Ja, wir standen ja beide 4-2, ne? Ja. Ja. Gut, stehst du weiterhin zu 2, ich jetzt zu 3. Und nächste Woche kassiere ich noch von Smitty. Zerstehe ich. Du rasierst Smitty, bitteschön. Ich muss dir noch irgendwie einholen. Ja. Ja, na, mal gucken, mal gucken. Du rasierst ihn auf jeden Fall. Ich glaube an dich. Nachbesprechung. Dadurch, dass Yugi Pro bei mir wieder abgeschmiert ist, haben wir halt schon so zweimal geboardet, deswegen habt ihr nichts vom Board mitbekommen. Ja, Wutidi. Weißt du was, ich habe in Halle jemanden, der ist auch Rapper, aber spielt Magic-Karten und hat schon so ein paar Raps gemacht, ein paar Dinger gedreht mit Magic-Karten und so. Da muss ich dir auf jeden Fall mal zusenden. Vielleicht kannst du mit dem mal kooperieren. Ich kooperiere schon mit Matze. Ach, okay. Den Kare 89. Ja. Ja, sind wir noch online? Nehmen wir das wenn noch auf? Wenn du es aufnimmst, nehmen wir es noch auf. Ich nehme es noch auf, aber wir müssen uns ja erstmal verabschieden. Dann können wir privat reden. Was wir gegen Kari machen. Er hat nichts anderes verdient. Gut. Nee, Kari, das ist das Opfer aus der Gruppe. Also niemand mag ihn. Muss jetzt ordentlich. Nee, Kari, alles gut. So, ja, tschüss, bye, Leute. Bye. Ne?